Revi. Revi, okay. Revi darf das Spiel eröffnen. Revi! 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 Wow, ist er da? Ist nicht da, oder? Yo, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video, meine Freunde. Ich habe am Wochenende eine Menge Geld in die Hand genommen und mir gedacht, weißt du was? Geh doch einfach mal hin und kauf dir extrem viele Pokémon-Booster bei verschiedensten Streamern. Und genau das habe ich gemacht. Insgesamt habe ich 1440 Euro für Booster-Packs ausgegeben. Einmal bei meinem guten Kollegen Sven, ein kleinerer Streamer. Dann einmal bei Julian Bam habe ich tatsächlich 2 Booster for free bekommen. Mega nice. Kuss an der Stelle, Julian. 1 bei Mickey für 650 Euro und 1 bei Monte gestern Abend für 850 Euro. Und ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz durch. Punkt 1. Lohnt sich die ganze Geschichte überhaupt? Punkt 2. Ist der ganze Hype gerechtfertigt? Und Punkt 3. Was sind eigentlich die persönlichen Benefits, die ich da so mit rausgenommen habe? Fangen wir einfach mal an mit dem ersten Boxbreak. Das erste Boxbreak hat bei Julian stattgefunden. Ich habe für die Booster nichts bezahlt. Julian Bam hat ein Generation XY Display Break gemacht, also quasi ein komplettes Boxbreak. Hat mir davon 2 Booster Packs geschenkt, weil er einfach ein gottverdammter Ehrenmann ist. Kussdecker an der Stelle. Und es hätte mich eigentlich so roundabout wahrscheinlich so um die 50 bis 60 Euro pro Booster gekostet. Ganz, ganz wichtig, bevor wir jetzt über Preise, Wert von Karten und Grading und so weiter und so fort reden, möchte ich ganz kurz eines sagen. Ich gehe in diesem Video von einem utopischen Fall aus, dass ich jede Karte in PSA 10 gegradet bekomme, was A, niemals passieren wird, weil PSA 10 der höchste Grading-Grad ist, den es gibt. Da muss nur ein kleines Whitening, Silvering sein, ein kleiner Kratzer auf dem Holo oder sonst was und die Karte ist theoretisch nur noch ein PSA 8 oder eine 9. Wenn es schlecht läuft, sogar deutlich weniger. Also generell erstmal die Chancen, ein PSA 10 zu bekommen, sind minimal. Trotzdem gehen wir jetzt in einem überzogenen, utopischen Fall davon aus, dass jede meiner Karten eine PSA 10 wäre. Zweiter Punkt ist, dass ich davon ausgehe, dass jede meiner Karten überhaupt erst zum Grading kommt. Das heißt, ich mir die Mühe mache, sämtliche Karten wieder aus dem quasi Paket in den Toploader packe und dann irgendwie wieder in die USA zum Graden sende oder hier in Deutschland mir einen Grading-Spezialisten ranziehe. Da das Grading gerade sehr gefragt ist und PSA komplett überfordert ist, kann so ein Grading gerne mal 1 bis 1,5 Jahre im Worst Case dauern. Also, wir gehen mal davon aus, dass jede meiner Karten quasi jetzt ein PSA 10 Grading erhalten würde. Ist nicht der Fall. Machen wir trotzdem, um das Ganze trotzdem ein bisschen zu vereinfachen. Kommen wir mal ganz kurz auf das Boxbreak von Julian zu sprechen. So, es geht direkt ganz, ganz wild los. Wer ist dran? Der erste dran ist Revi. Revi? Revi, okay. Revi darf das Spiel eröffnen. Das könnte eventuell Revis Glurak sein. Revi, Freunde. Ich wünsche dir sehr viel Glück. Oha! Was ist denn das hier? Das ist eine Secret Rare Karte. Die ist quasi, das ist so eine gezeichnete Sonderpromo-Karte. What the f***? Mega nice. Alter, wie hässlich und schön die ist. Das ist die, ich finde die mega schön. Electek? Jetzt müsste Reverse-Hit kommen, wenn ich mich nicht täusche. So, jetzt kommt Reverse. Reverse. Es ist eine Break-Karte. Was ist denn eine Break-Karte? Ja, die schaut halt schön aus. Also sie ist halt einfach ein Querformat, aber sie ist schon nice. Die auch sleeven direkt, oder? Ja, die kannst du mir gleich geben zum Sleeven. Ich hab schon Sleeve im Start. Ein Yu-Gi-Oh! Okay. Revi, next one. Eine rote Energiekarte. Feuer. Voltoball. Ist auch ein kleiner. Jetzt kommt Glumanda. Können wir rein sleeven direkt. Oh, jetzt kommt Reverse Holo. Jetzt kommt Reverse. Ein Reverse Macholo. Ein Macholo. Oder Macholo. So, kriegt Revi einen Hit? Kriegt Revi einen Hit? Nein, kein aber Hit. Aber passt. Akani, wie sein Hund. Echt? Ja, stimmt. Ja, deswegen passt. Passt aber doch. Ist kein Hit, Chat. 2 Booster Packs, wie gesagt, bei mir war drin herausragendstens ein Starmie Break für ungefähr 40 Euro, wenn es eine PSA 10 wäre. Wir haben uns da bei Werten von Card Market und den letzten eBay-Verkäufen irgendwie orientiert. Das ist so ungefähr das, was man als Bewertungskriterium ansetzen kann. Gehen wir aber von den letzten Verkäufen aus. Wie gesagt, das Starmie Break bei Drew 40 Euro. Imakunis Dodo, 150 Euro. Imakunis, nie von ihm gehört tatsächlich. Und ein wunderbares Glumanda für 40 Euro. Also roundabout 230 Euro Profit dafür, dass ich nichts eingesetzt habe. Ju, Küsschen aufs Auge, wenn die Karten, wie gesagt, alle PSA 10 jetzt gegradet wären, was nicht der Fall ist. Bei Tobi und Sven habe ich ein Booster-Pack geschenkt bekommen und das andere habe ich gezahlt. Das hat dann 40 Euro gekostet. Revi! Wow, ist er da? Ist nicht da, oder? Revi hat einfach Pack. Revi ist dran. Für meinen Chef, da bin ich aber jetzt nervös. Digga, ich schwöre, Real Talk, die untere Karte ist irgendeine GX-Karte oder so. Ist das so? Die fühlt sich so big an. Okay. Okay, Tangela, bisher noch nicht so strong gewesen. Horn Liu, auch nicht so geil. Okay, jetzt ist ernst, Alter. Boah, ich bin richtig nervös. Bei Revi einfach. Okay, die Reverse. Ja, okay. Ja, so, bist du bereit, Sven? Ja, ja. Für die GX-Karte. Für die GX in 3, 2, 1. Aber trotzdem. Ja gut, habe ich aber zu viel versprochen, ne? Revi, schon wieder! Das zweite Pack von ihm. Oh! Ui! Revi, hast ein Set, kannst du einschicken, machst du Minus. Okay. Jetzt.
Warte, Digga, kann ich so schnell? Ja, ich warte. Oh Gott. Okay. Seid ihr ready? Wird da die nächste Holo sein? Komm, bitte, Revi. Oh mein Gott! Dicker! Holy shit! Cool, Revi. Cool, ey. Drin war tatsächlich ein Raichu-Holo. Das sind ungefähr 140 Euro bei einem PSA 10 Grain. Das war ein deutsches Boxbreak. 100 Euro Profit damit gemacht. Also an sich auch schon mal ganz gut. Jetzt kommen wir zu den großen Dingen, wo ich am Wochenende ein bisschen mitgewirkt habe. Wo es auch ein bisschen spannender tatsächlich wirkt. Ich habe mich am Samstagabend bei Mickey eingekauft. Mickey hat ein Team Rocket Display geboxbreakt. Also quasi 36 Pakete wieder verkauft an Streamer und auch ein paar für sich selber gemacht. Und ein deutsches Team Rocket Display quasi geöffnet. Hey, ich muss Pack sein. Guck mal, Pack sieht schon schlecht aus. Holo-Tour, los. Junge, warum bist du so? Lecker, Mäulchen. Weil du ein Aldi-Bist. Du gehst nur mit einem Pack rein. Letztes Mal hast du Tour-Talk bekommen. Ja, Digga, und jetzt? Lecker, Mäulchen. Ja, und jetzt kriegst du einen Schatz mal als Rache. Oh, als Rache kommt der mir. Alles voll geschwitzt, Digga. Alles nur noch Pieces. Hat ja gesehen, der drückt das alles an der Seite. Fängt gut an hier mit dem Gas. Eigentlich müsste hier eine Holo drin sein, aber ich glaube, es ist keine. Natürlich ein Traumato, ist auch geil. Nicht schlecht, mach noch schneller die Karten auf. Digga. So schnell. Digga. Dick, das ist der Vorbote. Oh, fast oben. Oh, 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 ja. Stark. Und es kommt eine Holo. Jetzt kommt Revi. Ich bin guter Freund von dir, ne, Revi? Ich gönn dir. Ich hab so Herzklopfen, als wär's mein Pack. Das Teil. Revi, das Teil. Das Teil. Es kommt keine Holo. Wenn gut ist, das Teilen. Oh! Das war schon wieder ein starkes Pack. Einiger Revi ist unsympathisch. Ja! Revi ist so unsympathisch, der zieht immer gut. Oh mein Gott. Kann nur noch. Passt gerade gut. Mann, so? Ehre, Talbik. Top 3 zieh ich. Hinter dem Dragon. Ich hab ein Gefühl, dass so ein Dragoran oder ein. Stark! Komm, gönn noch was Geiles. Wie viele Karten hat dieses Buch? Was Mächtiges. Der erste Pack war geil, der zweite Pack muss ja auch nochmal ballern, bitte. Hinter dem Schallert. Oh, was? Komm schon, Mann. Oh, die Müllabfuhr. Boah, ist das schlecht, Mann. Und jetzt wieder eine mächtige. Eine richtig mächtige will ich jetzt. Tägliche Müllabfuhr. Non-Holo! Geil, also das schlechteste Pack im Zelt. Bisschen glitzert die, ein bisschen. Das waren deine Specs. GG Max. Ja! Revi ist so unsympathisch, der zieht immer gut. Sehr stark. Revi, ich hab immer nicht geglaubt, immer. Wir teilen, ne? Schade, Max. Guck mal, mit einem Set, Max, hab ich einfach viel mehr gemacht als du. So Schnauze. Guck mal, Max, ich hab deutlich weniger investiert und wahrscheinlich jetzt mehr Gewinn als du, obwohl du viel mehr investiert hast. So eine Sch... Alter. Der Tag wird kommen, wo du so ziehen wirst. Der ist richtig sauer, geil. Du musst doch immer mal Pech haben. Wie unsympathisch bist du bitte? Was kann ich denn dafür? Ich hab einfach Glück gehabt. Das Pack ist schon durchgezogen, ich mach nachträglich sogar noch Auge. Ich find, Arbok passt irgendwie so zu dir. Einer sagt gerade, so eine Schlange, ne? So eine Schlange, Alter. So eine giftige Schlange, Alter. Es geht nicht um Plus oder Minus, es geht um den Sammlerwert. Und der ist bei dir verdammt gut. Ich bin unzufrieden. Du bist richtig sauer. Guck mal, du hast aus einem Booster besser gezogen als ich aus zwei. Weißt du, was das ist, Max? Das nennt man Investment. Drin war für mich tatsächlich ein Glumanda im Team Rocket. Wenn das eine PSA 10 wäre, wären es ungefähr 90 Euro. Ein dunkles Dragonier, 7 Euro und ein dunkles Arbok Holo, 120 Euro. Ja, Gesamtwert meiner Karten, wenn das alles PSA 10 wäre, 220 bis vielleicht maximal 350 Euro. Je nachdem, wie natürlich, wie gesagt, die Nachfrage steht und was der Markt so momentan hergibt. Also bin ich bei Mickey mit soliden 410 Euro Minus rausgegangen, obwohl ich eine Holo-Karte drin hatte. Leider nur ein gottverdammtes Arbok. Schmutz. Gehen wir quasi über zum absoluten Höhepunkt dieses Wochenende. Ich habe mich bei Monte und Trimax gestern Abend eingekauft. Der Preis pro Pack waren bei Monte satte 820 Euro oder ich glaube sogar 850 Euro. Oh, Revi, das ist mein Schleimhaupt. Oh, geil. Auge in den Chat. Brauche ich. Digga, ganzer Chat ist Auge. Ja, ganz schön. Oh nein, Digga, Digga, der Bagger, Carsten, da ist er wieder. Der Bagger. Oh nein, der schlechteste Carsten. Ey, Digga, alles klar bei dir, Digga. Gleich kommt die Müllabfuhr wieder, die nächtliche, pass auf.
Oh, nice! Ja, ewig. Ja, 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 ja. Starke, starke Commons, schlechte Hulu. Schon strong. Das ist so ein Augemacher. Anton. Geil, Anton, Max. Da muss ich ganz schnell los. Wenn du hier kommst, ja, Ron. Ja, 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 ja. Du meinst Autotexo? Das ist Karma, das ist Karma, weil die Augen machen. Ja, ja, die gönnen nicht, die gönnen nicht. Auch geil. Das ist Karma, weil. Ja, ist schon geil. Mach Schock, jetzt kriegst du Maschumai. Hat es schon gelohnt, hat es schon gelohnt, Rebi, hat es schon gelohnt. Das hält an sich schon. Radikal, ich hab's gecallt. Schmutz. Ah, Digga, den hassen wir. Ich denke, der ist so hässlich, Bruder. Ah, jetzt kommt schon. Auge, warte mal, Auge. Guck mal, wie Auge, alle Auge, Auge machen, das ist unglaublich. Schlechtes, bitte. Jurak. Jawohl! Digga, wie sch. Und drin für mich war, naja, ein Glutexo und ein dunkles Glutexo und ein Team Rocket Glumanda. Insgesamt 220 Euro wert bei PSA 10. Wie gesagt, diese Werte, die ich jetzt gerade hier ansetze, das sind alles Sachen, die extrem vage sind und extrem schwierig überhaupt sind, in Worte zu fassen. Es ist immer sehr, sehr schwierig. Wahrscheinlich sind meine Werte ungefähr nach oben und nach unten ein bisschen zu schwankend. Es ist aber auch sehr, sehr schwierig, ohne Grading überhaupt einen Preis anzusetzen. Das Problem bei Pokémon-Karten ist folgendes. Leute setzen unglaublich gerne riesige Preise rein, sehen Preise, die wirklich in Absurditäten enden, wie 100 bis 500.000 Dollar pro Karte. Das ist wirklich wild, das hat man noch nicht gesehen. Ziehen wir ein kurzes Resümee an diesem Wochenende. Wir gehen mal ganz kurz in den Rechner und ich zeige euch ganz kurz, was ich hier gemacht habe. 230 Euro bei Julian Bam, da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Also das nehme ich auf jeden Fall mit. Bei Sven ebenfalls nochmal 100 Euro plus. Und jetzt kommen die zwei großen Packets, wo es wirklich absolut eklig wird und wir sind insgesamt bei einem Minus von 680 Euro an diesem Wochenende. Allerdings muss ich mich hier auch nochmal korrigieren. Ich habe ja das Glück gehabt, beim ersten Boxplay tatsächlich von Trimax, dem First Edition Pack mit Papa Platte gemeinsam, ein Pack für 1000 Euro zu kaufen und hatte das Glück, ein Turtok Holo zu ziehen. Das Turtok Holo sieht auf jeden Fall nicht so aus, als wäre es eine PSA 10, wahrscheinlich ist es eine PSA 9, aber mit ein bisschen Glück kann das Ding immer noch um die 4000 Euro wert sein. Gehen wir mal konservativ mit 3500 in die Geschichte rein und ich stehe momentan bei einem Gesamtplus von 2820 Euro. Was heißt das jetzt für euch und warum mache ich überhaupt dieses Video? Und vor allen Dingen, was ziehe ich mir eigentlich selber daraus? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese Abende genossen. Wenn ich überlege, wie geil die Abende gewesen sind, ihr habt die Reaktion zwischen drin gesehen mit Carsten, mit Solution, mit Pain, mit Chef Strobel, mit Trimax, mit allen Leuten, mit Reapers, die dabei gewesen sind. Gerade auch mit Carsten wieder sehr viel Kontakt in letzter Zeit gehabt. Unglaublich geil. Es hat so ein bisschen was von, ja, irgendwie Gamescom-Feeling. Man sitzt zusammen im Discord, man freut sich, man gönnt sich. Auch wieder Simon mit am Start gewesen. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne und geile Erfahrung. Und ich glaube, das ist das, was ich persönlich daraus mitnehme. Mir geht es damit auch irgendwie gar nicht darum, jetzt großartig Gewinn zu machen oder jetzt hier irgendwie der fetteste Pokémon-Guy im ganzen Land zu sein, sondern einfach vielmehr um das Nostalgie-Feeling. Das Nostalgie-Feeling, wenn man so ein Booster-Pack in der Hand hat. Ich meine, ich habe auch noch, wie gesagt, ein paar hier. Das sind jetzt keine wertvollen Booster-Packs, aber einfach wieder mal so ein Booster in der Hand zu haben, da kommen doch Gefühle von früher auf, die wirklich, wirklich glücklich machen. Das verbunden mit ein paar alten Kollegen und Homies, die zusammen im Discord sitzen und man muss ehrlich sagen, wir sind alle ein bisschen älter geworden. Das nochmal auf sich wirken zu lassen, macht doch echt viel Spaß. Ist der Hype gerechtfertigt? Auf jeden Fall ist der Hype gerechtfertigt, denn diese ganzen Geschichten machen unglaublich viel geilen Content. Der Entertainment-Wert ist unglaublich hoch. Klar hat es irgendwie ein bisschen was von der Glücksspielkomponente, liegt aber primär daran, dass der Pokémon an sich und diese Booster-Packs irgendwie kein großes Glücksspiel damals gewesen sind. Ich meine, ich erinnere mich noch als Kind, als ich so einen Booster aufgemacht habe, da hieß es für mich, oh geil, eine Holo-Karte, was die wohl wert ist, ich weiß es nicht, hier ist eine Glitzer-Karte, hieß es früher drin. Die nehme ich jetzt mit und ich habe mir gar keine Gedanken gemacht über Wertigkeit einer Karte oder ob so eine Karte irgendwann mal irgendwie in der Zukunft sehr viel wert sein könnte. Was ist die Conclusion des Ganzen? Ich habe es unglaublich genossen. Ich werde wahrscheinlich jetzt am Dienstag nochmal bei Trimax reinkaufen und wahrscheinlich eventuell nochmal bei Chef Strobel nächste Woche Freitag und mich dann zurückziehen. Es war eine extrem lustige Erfahrung. Es ist unglaublich dumm, wenn ich ganz ehrlich bin, so viel Geld über 4000 Euro für Pokémon-Karten ausgegeben zu haben. Aber es ist irgendwie dann doch ein bisschen mehr dahinter. Nämlich es ist nicht nur irgendwie das Finanzielle, sondern primär doch so ein bisschen die Leidenschaft, die Nostalgie und das Zusammengehörigkeitsgefühl, was dabei aufkommt. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Ich wollte einfach nur ein kleines Wrap-up machen vom Wochenende. Ich fand es ein sehr geiles Ding. Und ich habe es echt genossen, das Ganze irgendwie nicht zu streamen, weil ich es irgendwie ein bisschen nicer fand. Ja, einfach mit meinen Homies im Discord zu chillen, das Ganze irgendwie zu genießen. Dienstag auf jeden Fall, wahrscheinlich beim Boxbreak von Trimax, bin ich im Livestream dabei. Da könnte man meine Enttäuschung oder sogar eventuell meine Freude direkt in meinem Gesicht sehen. Wir sind gespannt und ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Checkt auf jeden Fall alle Kanäle aus, die unten verlinkt sind und ich bin an der Stelle raus.